Unterwegs bei einer routinemäßigen Streifefahrt mit Michael Weber und Ilka Fischer. Ihr zwei, wir dürfen euch ja jetzt schon eine Weile bei den Einsätzen begleiten. Gibt es irgendeinen, über den ihr so besonders mal reden wollt? Ja, besonders reden. Also ich letzte Woche habe ich eine Szene gehabt. Da haben wir also einen herrenlosen Hund aufgegriffen, also wirklich guten Husky, richtig lieb, und den konnten wir auch einsammeln. Und wir packen ihn ins Auto, sind auf dem Weg zur Wache, weil die Besitzerin schon auf der Wache war. Und der legt uns einen Haufen hinten auf die Rückbank. Also, hör mal, die Kollegin sitzt hinten, um den Hund dann ein bisschen zu beruhigen. Und der grinst auch noch so, dieser Husky, und denkt sich, ihr wollt mich zur Wache bringen, ich bin noch gar nicht mit meinem Geschäft fertig. Und der legt einen... Was ist das denn für ein Problem? Das war was kaputt. Ist der besoffen? Komm mal her! Scheiße, ey. Ey, der will nicht. Bist du drin? Na los, komm! Frau Meier, jetzt sagen Sie mal bitte kurz, was passiert ist. Ich weiß, Sie sind ein bisschen aufgelöst, aber versuchen Sie mal so ruhig wie möglich uns zu erzählen, was passiert ist. Ich mache mir einfach solche Vorwürfe. Es ging einfach alles so schnell. Also ich hatte halt die Kleine hinten schon im Maxi-Cosi auf dem Autositz, alles festgeschnallt. Natürlich Schlüssel im Zündschloss, war schon bereit loszugehen. Und dann ist mir eingefallen, ich hatte halt die Wickeltasche noch im Auto. Und dann dachte ich, komm, die 2 Minuten, sie hat sich gerade beruhigt und ist eingeschlafen. Ich wollte sie dann natürlich nicht wecken, Handbremse reingemacht, ausgestiegen, schnell die Wickeltasche geholt. Und als ich dann zurück bin, das Auto war einfach weg. Okay, haben Sie irgendwas gesehen, in welche Richtung das Fahrzeug gefahren ist? Nix, das war innerhalb von 30 Sekunden, eine Minute, ich war zurück, das Auto war weg. Also ganz kurz, was haben Sie denn für ein Kennzeichen? Kölner Kennzeichen, ja. PA 353, und ist ein alter Mercedes-Kombi. Willst du einmal kurz prüfen, ob der schon in Fahndung steht? Ja. Gesucht wird ein silberner Mercedes, E-Klasse, älteres Modell. Hinten auf dem Heck ein Aufkleber Baby on Board in Rot. Mit dem amtlichen Kennzeichen Köln, Trennung Paula Anton 353. Auf der Rückbank befindet sich ein Baby. Gott, oh Gott, ey, guck mal, wie der fährt. Ja, Arnold für 1336. Fahrzeug ist flüchtig, hier Steinneuer Hof Richtung Rondorf. Wir sind hinterher. Ja, ich bin mit. Info für euch, der Wagen wurde gesichtet, Steinneuer Hof Richtung Rondorf. Ich halte euch auf dem Laufenden. Was heißt jetzt gesichtet? Das ist ja erstmal positiv, ne? Also offensichtlich, das Auto wurde gesehen. Dann kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass ihre Tochter da drin ist und dass es ihr gut geht, ne? Also ist besorgniserregend, aber ich meine, jemand, der ein Auto klaut, rechnet nicht unbedingt damit, dass da ein Kind auch drin sitzt, ne? Aber vielleicht hat er sie genau deswegen geklaut, wegen meiner Kleinen. Ich krieg den nicht ein, du. Der fährt ja wie die wilde Sau, du. Mal, da fährt doch jemand gleich um. Guck mal. Ja, vor allen Dingen, obwohl ich Blaulicht anhabe, interessiert ja keinen, du. Nee. Oh Gott. Haben Sie sich denn irgendwie ausgespäht gefühlt, irgendwie die letzten Tage, wie Sie darauf, nee, also weil... Nee. Also wir haben auch ein gutes Verhältnis zu der Nachbarschaft. Mein Mann ist da auch mit denen allen d'accord. Ich glaube, die Frage in die Richtung, die meine Kollegin da stellen wollte, war, wo ist denn der Vater? Der ist jetzt aktuell arbeiten, den habe ich jetzt auch schon informiert. Also da gibt es ein intaktes Familienverhältnis. Genau, ist alles in Ordnung mit meinem Mann und mir, unsere Beziehung ist intakt. Es ist ein liebevolles Verhältnis zu Anna, zu unseren Nachbarn, das ist alles. Also ich habe den gerade informiert, der war genauso geschockt wie ich und hat sich jetzt sofort auf den Weg gemacht. Weil wir natürlich auch manchmal Schwierigkeiten haben mit Paaren, die getrennt sind. Nein. Da geht es dann um das Kind, ne? Und nee. Das, was uns die Sarah Meier da geschildert hat, das lässt uns als Beamte natürlich nicht kalt, weil wir sind natürlich in erster Linie Menschen. Und wenn wir hören, dass sie ihr kleines Baby da im Auto gelassen hat und irgendjemand klaut ihr Auto und weiß gar nicht, dass sein Kind drin ist, davon gehe ich einfach mal aus, weil die Familienverhältnisse wohl recht solide sind, dann weiß man auch nicht, was für eine Art von Mensch ist dieser Täter, dieser Dieb, weil er hat das Kind ja offenbar auch nicht freiwillig zurückgebracht. Also von daher, da geht einem auch selber so ein bisschen das Herz ein bisschen stiften, weil man sich einfach große Sorge um dieses Kind macht. Reinhard für 1536, hier gerade ein Mega-Crash auf der Lambertstraße. Wir brauchen auf jeden Fall ein RTW, eine verletzte Person auf dem Boden. Ja, ich bin mit, schicke euch sofort los. Guck mal, wie der aussieht, du.
gab jetzt eine erneute Meldung auf der Lambertstraße. Und zwar hat das Fahrzeug wohl ein VU verursacht, ist aber weiterhin flüchtig. Ja, verstanden. Ja, was bedeutet das jetzt? Ich will jetzt nicht sagen, dass es nach einer Amokfahrt klingt, aber wenn es noch in einen Unfall verwickelt war und das Fahrzeug weiterhin unterwegs ist, ne? Die junge Mutter lässt sich verständlicherweise nicht beruhigen. Schließlich fürchtet sie um das Leben ihrer 2 Monate alten Tochter. Das Streife-Team kümmert sich derweil um eine Frau, die gerade fast überfahren wurde. Der Fernseher ist runtergefallen und da kam irgendwie ein Auto und so ein älteres silbernes Auto. Ja. Brauchen Sie einen Krankenwagen? Ich habe jetzt erstmal, weil Sie gelegen haben, einen bestellt. Nee, alles nee. Gut. Das 1532 nochmal. Gehen wir mal von der Straße runter, nicht dass jetzt nochmal. Ja, Erste-Weg-Kasse abbestellen. Ne? Person wir ist doch unverletzt. Wir ziehen hier ins Haus ein. Aber tatsächlich hier, flüchtiges ja, Fahrzeug hat hier gecrasht. Einmal komplett die Fahrbahn reinigen müssen wir. Ja, das habe ich so mit. Ich check jetzt auch mal die ganzen Kameras bei euch in der Umgebung. Ja, mach das. Ja, wir kommen hier sowieso nicht weiter, weil wir. Nee. Gut, also nehmen Sie erstmal Platz hier. Genau. Platz, zeigen Sie mal die Verletzung. Das ist jetzt alles. Sind Sie beiseite gesprungen? Hat der Wagen ja, Sie erfasst? Ja, ich habe versucht, den Fernseher aufzuhalten und dann bin ich halt einfach, bin einfach nur hingefallen. Aber Sie haben ja wirklich riesen Glück gehabt, dass Sie da noch wegspringen konnten. Wir sind jetzt auf der Verfolgung nach einem silbernen Fahrzeug. Ist es das gleiche? Ja, das kann ich. Silberner? Ja, ein silbernes Mercedes? Ein älteres Auto. Mehr habe ich genau, nicht gesehen. Genau, ein Kombi. Ja. Wo ist denn Ihr Mann? Der ist drinnen, der ist gerade eine Decke holen gewesen. Ach, der hat aber mitgekriegt. Ja. Ach du Scheiße, Fernseher! Ja, ich glaube, wir haben ein anderes Problem. Ja, ist okay. Nee, der Fernseher. Ja, der Fernseher. Ey, der war schweineteuer. Ja. Ja, wollen Sie mal reingehen oder was? Du solltest noch. Gucken Sie mal Ihre Frau an. Ihre Frau ist gerade. Kümmern Sie sich mal lieber um Ihre Frau als um einen scheiß Fernseher hier. Nein, der Fernseher war. Kümmern Sie sich mal um Ihre Frau, sonst mache ich das. Ey. Geht's noch gut oder was? Ja, ich bin zum Auto sie hat gar nichts gemacht. Sie hat um ihr Leben ist sie gesprungen und sind sie doch froh, dass ihre Frau sie überlebt hat. Vielleicht erst mal fragen, was überhaupt passiert ist. Das sind dann jetzt die Kamerabilder vom letzten Ort, wo der zur Fahndung ausgeschriebene PKW gesichtet wurde, richtig? Ja, also wir hatten vorher ja nicht wirklich was. Aber wir können. Also ich habe jetzt nur gehört, dass da soll es zu einem Unfall gekommen sein. Wie hieß die Straße noch? Euskirchener Straße. Dann lass mal laufen. Okay, warte mal. Weiß nicht, also da ist jetzt auch erstmal nicht zu sehen. Ja. Vielleicht hat er eine vorher genommen. Wieso steht hier ein Kinderwagen so alleine? Das ist. Scheiße. Scheiße. Hat er den gerade umgefahren? Jetzt ernsthaft? Ist er schon eine Streife unterwegs? Funk mal bitte. Hör mal, die Kamerabilder, die wir jetzt hier zugespielt bekommen haben, an der Euskirchener Straße, an dieser Kreuzung, da ist ein Kinderwagen angefahren worden von dem Fahrzeug, nach dem wir fahren. Ist da schon irgendeine Streife unterwegs? Ich habe die 33 im Nahbereich. Ich schicke die sofort hin, danke. Ganz dringend. Anna für die 1532. Ja, jetzt so geht's doch. 1532 hört. Ruhe jetzt. Wir haben gerade Kamerabilder aus der Euskirchener Straße bekommen. Die ist 2 Straßen von euch weg. Da wurde ein Kinderwagen angefahren von dem silbernen Mercedes. Gottes Willen, okay. Ist da ein anderes Fahrzeug hin oder müssen wir hier verlegen? Ich würde euch bitten, einmal dahin zu verlegen. Ihr braucht nur 2 Minuten. Die 34 ist 10 Minuten weg. Ja, ich weiß nicht, ob der zugekifft ist oder alkoholisiert ist, mit so einer Geschwindigkeit hier durch ein Wohngebiet zu rasen. Jetzt haben wir gehört, dass er wohl noch einen Kinderwagen hier angefahren hat. In der Hoffnung, dass dieser Kinderwagen leer war und nichts Schlimmeres passiert ist, bewegen wir uns jetzt zu diesem Unfallort.